So, meine lieben Freunde, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Transportfieber. Ich entschuldige mich, dass die letzten guten zwei Wochen nichts kam. Es lag daran, dass ich in der einen Woche krank war, zumindest gesagt eineinhalb Wochen. Und ja gut, letzte Woche waren dann die Streams an den zwei Tagen. Da konnte ich ja dann im Grunde auch nichts aufnehmen. Aber wir haben, wie ihr gesehen habt, ein neues Projekt. The Forest ist seit gestern gestartet. Mal schauen, ja, wie weit oder wie lang wir das spielen werden. Es macht zumindest Riesenspaß. Und wir haben halt ein Problem, dass der Nico im Moment gerade sehr ausgebucht ist und im Grunde erst im August wieder Zeit hat. Aber August ist ja bald. Wir haben ein bisschen vorproduziert. Und es geht natürlich weiter mit Transportfieber. Ich habe ziemlich Bock hier auf die Map. Aber da ich das schon lange nicht mehr gespielt habe, die Map, muss ich mich hier erstmal zurechtfinden und mir einen kurzen Plan machen, was wir denn heute machen können. Die Idee wäre natürlich, wir könnten eine weitere Stadt anschließen, wie sagen wir mal Heiterbach. Oder wir nehmen eine weitere Industrie mit hinzu. Jetzt lasst mich mal kurz schauen. Haben wir... Ach ja, genau. Wir könnten das hier mit LKWs machen. Wer Dosten versorgt. Wir könnten Dosten und Aach damit versorgen. Das wäre kein Problem. Und hier oben wird es ein bisschen schwieriger, dass wir da was versorgt bekommen. Naja. Das müsste man hauptsächlich dann mit LKWs machen. Hier hätten wir Holz, Baumstämme. Baumstämme zu Bretter. Und die Bretter bräuchte man dann hier zum Beispiel. Wir könnten hier auch gegebenenfalls noch eine zweite Bretterproduktion hinzufügen, denn wir brauchen hier ziemlich viel Bretter und hier nämlich auch. Aber das werden wir sehen. Wie gesagt, ich würde es dann ganz gerne dann hier unten mal ein bisschen weitermachen. Und würde einfach mal quer hier rein eine Straße ziehen. Damit wir das Ganze hier gut anschließen können. So, wo müssen wir hier in die Stadt rein? Wir haben Baumaterial, also müssen wir in die Industrie. Das liegt ziemlich weit da hinten. Da könnten wir... da gehen wir hier weg. Bau nicht möglich. Aha, jetzt ist irgendwie möglich. So, das Haus möchte ich dann vielleicht dann doch stehen lassen. So, das setzen wir hier ran. Naja, gut. Das sieht ein bisschen grausam aus. Warum kann ich das jetzt nicht einfach gerade wegmachen? So, Dankeschön. So, das machen wir hier ein bisschen ebener. Denn wir müssen hier hinten auch noch nach Aach kommen. Schauen wir mal, wie wir das am besten machen. Vielleicht hier oben drüber. Und dann hier wieder irgendwie den Berg hinab.
dass wir, dann könnten wir auch zwischen diesen zwei Städten hier Busverkehr betreiben. Ja, das müssen wir hier ändern, das sieht ja grauenhaft aus. So, weil dann setzen wir, wie gesagt, einmal die Baumaterialien in die beiden Orte und gleichzeitig machen wir hier noch einen Busverkehr rein. So, jetzt fangen wir mal an. Wir brauchen, wir könnten auch das hier verbauen. Sieht natürlich schon einigermaßen besser aus, wenn wir das hier verbauen würden. So, open, close, aha, none. Na, wir machen mal keinen Zaun. So, dann werdet ihr hier beladen. Hier drüben könnten wir das gleiche machen. Was aber irgendwie nicht will, doch jetzt. Okay, dann will das nicht so wirklich. Das sieht auch scheiße aus. Jetzt können wir das irgendwie hier ransetzen. Sehr schön. So, und nun geht's hier weg. Ja, warum denn nicht? Hier machen wir einfach einen Closed hin. Ja, das machen wir weg. Das Ganze so. Und dann sieht es doch schon ziemlich gut aus. Ein bisschen angleichen. Muss ja gut aussehen. Also zumindest bei mir muss es gut aussehen, sagen wir mal so. Wir spielen ja hier nicht rein auf die Effizienz, sondern natürlich, wir wollen ein bisschen Schönbau mit reinbringen. Und für mich gehört einfach diese Unebenheiten, die gehören einfach mit zum Schönbau. Gut, dann kommen uns die Linien nicht in die Quere. Hier unten war Industrie. Da könnten wir jetzt eine normale Haltestelle setzen. Ich setze die einfach mal hier rein. Oh, hier ist ein bisschen verteilt. Da könnten wir die Örse hier oben. Und dann wird es schwer. Dann würde ich glatt sagen, machen wir hier noch eine Querstraße rein und dann würden wir nämlich mit dieser Haltestelle alle erreichen. Genau. So, wie setzen wir denn die Busse? Ich würde sagen, einmal hier, dann fährt er nach hier drüben. Und dann bräuchten wir hier oben noch einen Halt. Den setzen wir hier rein. Und da bräuchten wir auch noch mal einen, ja gut. Haben wir vier Haltestellen gebaut. Ist in Ordnung für diesen Ort. So, wie machen wir es hier am besten? Dann machen wir
Noch eine Querstraße rein. Auch nicht möglich, okay. Ja, so ist aber möglich. Oh, hier brauchen wir auch noch mal eine. Das würde uns die Stadt nachher eh selber bauen. Gut, dann würden wir hier entlang fahren und würden hier. Ich setze jetzt einfach mal hier rein. Und dann würde die hier hinten entlang laufen. Dann hält die noch einmal hier und noch einmal hier. So, sehr schön. Jetzt brauchen wir ein paar Linien. Ich fange jetzt einfach mal mit der Buslinie an. Na, das ist die falsche. Diese. Sehr schön. So, oh, hier habe ich noch kein Güterhaltestelle gebaut. So, wir bringen den Stein hier hin. Ja, da ist mir doch tatsächlich das Spiel abgeschmiert. Ich habe das jetzt alles mal wieder aufgebaut und ich hoffe, das Spiel stürzt mir jetzt nicht ab. Bitteschön. Ich bräuchte hier noch die Cargo-Station. Zack. So, wo wir hier die Steine her transportieren, dann bringen wir die Baumaterialien einmal zu dieser Haltestelle und mit der anderen hier und hier. Oje, oje, du sollst aber nicht so zurückfahren. Moment, kann ich da nicht auch diese Straße hier verwenden? Moment. Main Street ist New City. Okay, dann machen wir das einfach so und bauen wir das hier rein. Aber dann sollst du... Ah, ich habe die blöden Wegpunkte noch nicht. Verdammt. Wieso willst du denn so zurückfahren? Oh. Wenn ich dir die Straße hier nehme. Du willst echt nicht so zurückfahren? Dann muss ich dir diese Straße wohl kappen. So, dann gibt es diese Straße nicht mehr. Na gut. Also, grün ist Baumaterialien. Jetzt brauche ich den Ort. Thorsten. So, dieses Kackbraun ist Baumaterialien. Ach. Und das nenne ich jetzt einfach mal Steindosten. So, jetzt brauchen wir noch ein Depot hier oben. Nehme ich einfach das. So, was haben wir denn da alles?
Dann nehmen wir mal. Nehmen wir mal den für Stein. Da wird im Grunde mal 35 nimmt der. Nehmen wir mal 6-7. Steindosten. Ich gehe mal gleich auf Play. So, dann brauchen wir die Baumaterialien. Die können wir, glaube ich, auch hier liefern. Nee, genau. Zack. Dann nehmen wir. Na, da würde ich sogar kleine nehmen. Und da könnten wir im Grunde mal 6. Ja, gut, 6 für die eine Linie. Für Dosten. Dosten. Oh, und dann nehmen wir 5, 6, 7, 8 für 8. So, jetzt könnt ihr da nicht rausfahren, das ist natürlich spitzenmäßig. Okay, anscheinend doch. Okay, das will ich ausgeschaltet haben. Könnt ihr mir verraten, wieso ihr die Busspur blockiert? Das kann doch nicht so schwer zu programmieren sein. Oder? Also, entweder stelle ich mir das so schwer vor, oder... Wir haben einmal hier, einmal da. Wunderbar. Uiuiui, da warten aber. Da warten einigermaßen viele Baumaterialien. Da warten über 200. Ja, 250 und du kannst fassen 210. Wie viele Wagen haben wir? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Vielleicht finden wir dann noch. Nein, nicht sofort ersetzen. Vielleicht finden wir noch eine stärkere Lok und vielleicht noch einen Wagen zusätzlich. Haben wir die denn? Die haben wir hier. So, das ist ja der Endwagen. Nehmen wir den mal raus. Und setzen da noch einmal dieses Hamburg-Ding da rein. Baumaterialien. Und dann das hier. So, jetzt schauen wir mal noch nach einer stärkeren Lok. Die hat 5058 PS. Okay, die hat ein bisschen mehr. Wir könnten im Grunde auch die nehmen. Die kostet aber... Ui. Oh, wir haben... Okay. Ah, ich glaube, das ist ein Train Fever Mod. Hehe. Und wir könnten auch einfach zwei davor packen. Ja, passt auf, wir machen folgendes. Wir packen... wir packen da noch so eine hinten dran. Achso, Moment. Dann müssen wir natürlich erst nochmal einen Güterwagen hinzufügen. Baumaterialien und den Endwagen.